Wir haben es mit der höchsten Geldmenge aller Zeiten zu tun. Wir haben es mit der höchsten Verschuldung aller Zeiten zu tun. Und wir haben es mit der höchsten Vermögenskonzentration in der geringsten Anzahl von Händen zu tun. Wenn wir uns mal vorstellen, die letzten 3 Jahre, was ist uns da alles an Einschränkungen auferlegt worden? Was sind uns da für Verbote erteilt worden? Da ist unsere Reisefreiheit eingeschränkt worden, unsere Versammlungsfreiheit, die Redefreiheit. Wir sind zensiert worden, wir sind drangsaliert worden, wir sind manipuliert worden. Und das tun doch nur Kräfte, die selbst in Problemen sind. Also eine Regierung oder eine Elite, die sich zurücklehnen kann, die im Einklang mit der Bevölkerung handelt, die hat so etwas nicht nötig. Die kann die Zügel ganz locker lassen, die kann ganz entspannt zugucken, wenn die Leute auch mal eine Versammlung abhalten, auf der sie kritisiert werden. Aber wir sehen ja im Moment, dass diese Schlinge immer enger um unseren Hals gezogen wird. Also die Möglichkeiten, sich auszudrücken, sich frei auszudrücken, das haben wir in dieser Versammlung gesehen, werden immer geringer. Aber das zeigt nicht die Stärke des Gegners, sondern das zeigt die Schwäche des Gegners, dass dieser Gegner nämlich eine Riesenangst hat. Vielen Dank erstmal für den freundlichen Empfang. Ich freue mich ganz besonders, heute hier in Neukirch zu sein, dass es auch so schnell geklappt hat mit einer anderen Örtlichkeit. Und ich freue mich ganz besonders über das Thema des heutigen Abends, nämlich Krisen und ihre Chancen. Also mir wird ja öfters vorgeworfen, dass meine Vorträge zu düster seien und dass ich zu wenig Optimismus verbreiten würde. Und deswegen finde ich Krisen und ihre Chancen einen ganz wunderbaren Titel, weil wir leben ja im Moment in einer Zeit einer unglaublichen Vielzahl von Krisen. Und wenn ich das dann in Parallelität zu den anderen setze, dann müssten wir auch eine Vielzahl von Chancen im Moment haben. Aber ich denke, diese Chancen existieren tatsächlich. Und ich glaube, wer mir vorwirft, dass ich immer so pessimistisch sei, der hört nicht ganz genau hin, weil ich würde das, was ich mache, ja nicht machen, wenn ich nicht daran glaube, dass es irgendeinen Sinn machen würde. Also wenn ich jetzt wirklich glauben würde, dass wir alle von den Kräften, die uns im Moment beherrschen, also auch in 10, 20, 30, 40 Jahren noch beherrscht werden, und wenn diese ganze Agenda so weitergeht, wie sie in den letzten 3 Jahren vonstatten gegangen ist, dann würde ich das nicht machen, was ich tue. Also ich sehe schon, dass da ganz große Chancen im Hintergrund lauern. Aber um diese Chancen zu sehen, um diese Chancen zu ergreifen, muss man diese Chancen ja auch erkennen. Und dazu muss man wissen, welche Triebkräfte hinter den Krisen stehen, die wir im Moment in dieser großen Vielzahl erleben. Und ich habe dazu ein Zitat rausgesucht, unter das ich den Vortrag heute gerne stellen möchte. Und das Zitat ist erstaunlicherweise etwa 150 Jahre alt und stammt von einem britischen Premierminister namens Benjamin Disraeli, der damals gesagt hat, die Welt wird von anderen Leuten regiert, als es das Volk zu wissen glaubt. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, gerade für unsere Zeit. Die wichtigsten Entscheidungen über unser Leben werden nicht von den Regierungen getroffen. Und dazu muss man sich eigentlich nur mal das Personal angucken, was uns im Moment regiert. Also wir haben zurzeit einen Bundeskanzler, der offensichtlich unter schweren Defiziten seines Erinnerungsvermögens leidet. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der vor Millionen von Fernsehzuschauern klar zu erkennen gibt, dass er nicht weiß, was eine Insolvenz ist. Und wir haben, wie gerade eben schon erwähnt wurde, eine Außenministerin, die ganz nebenbei erklärt, dass wir mit der größten Atommacht der Welt uns im Kriegszustand befinden. Also man muss sagen, intellektuell sind diese Leute offensichtlich nicht mal in der Lage, einen Kleingärtnerverein zu führen. Aber dann stellt sich natürlich die nächste Frage, wenn diese Leute tatsächlich intellektuell so unterbelichtet sind, warum sind sie dann auf ihren Posten? Und ich denke, das hat alles Sinn und Zweck. Man muss diesen Sinn und Zweck nur im Hintergrund erkennen. Diese Leute
sind nichts anderes als Marionetten, die aus dem Hintergrund gesteuert werden. Aber die große Frage, die sich dann stellt, wer ist denn der Spieler im Hintergrund? Wer lässt diese Leute nach seiner Pfeife tanzen? Und das lässt sich ganz klar beantworten in unserer Zeit, und zwar auch auf der Grundlage der Erfahrungen, die wir in den letzten 3 Jahren gemacht haben. Also wir haben in den letzten 3 Jahren gesehen, dass fast 200 Regierungen der Welt in die gleiche Richtung marschiert sind. Fast 200 Regierungen der Welt haben die gleichen Maßnahmen erlassen, haben die gleichen Einschränkungen, ihre Völker den gleichen Einschränkungen unterlegt. Also sind da vollkommen im Gleichschritt marschiert. Und wenn das kein Anzeichen dafür ist, dass es im Hintergrund eine Macht gibt, die mehr Kraft in den Händen hat als diese einzelnen Regierungen, dann weiß ich nicht, was es dafür noch für einen Beweis braucht. Aber wer genau ist diese Macht im Hintergrund? In meinen Augen ist diese Macht das größte Kartell, was wir jemals in der Geschichte gesehen haben. Diese Macht besteht aus den größten Konzernen im Finanzbereich, und das sind heute 2 Firmen, das sind BlackRock und Vanguard, und aus den größten Firmen im Bereich der Digitalisierung, also den größten IT-Konzernen. Und da sind an der Spitze 5 Konzerne. Das sind Apple, Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft. Und der wichtigste Prozess der letzten Jahre ist die Verschmelzung dieser beiden Kräfte. Also heute sind BlackRock und Vanguard die Hauptaktionäre der IT-Konzerne, und die großen IT-Konzerne sowie Microsoft und Apple, die organisieren die Daten dieser Vermögensverwalter. Also die wichtigsten Prozesse der beiden, der letzten 50 Jahre ungefähr, sind auf der einen Seite die Finanzialisierung, die dazu geführt hat, dass diese Vermögensverwalter so mächtig geworden sind, und andererseits die Digitalisierung, die dazu geführt hat, dass mit den Digitalkonzernen eine völlig neue Macht entstanden ist. Und ich will zu beiden Prozessen mal ganz kurz ein paar Erklärungen abgeben, also wie diese Prozesse verlaufen sind, und will zuerst einmal auf die Finanzialisierung eingehen. Also der Grund, das wichtigste Phänomen innerhalb der Finanzialisierung ist die Explosion des Derivatesektors. Und ich weiß, bei dem Wort Derivate werden viele Leute denken, um Gottes Willen, was kommt jetzt? Jetzt kommt irgendwelches Fachchinesisch, das werde ich nicht verstehen. Bei manchen Leuten setzt das schon beim Begriff Finanzialisierung ein. Die denken dann immer an den Finanzteil der Zeitung, wo endlose Zahlenkolonnen drin sind, wo in einem Kauderwelsch geschrieben wird, das kein normaler Mensch versteht. Aber das Ganze ist in Wirklichkeit gar nicht so schwierig. Also die Finanzialisierung lässt sich ganz einfach verstehen, wenn man sich auf ein kleines Gedankenexperiment einlässt. Man muss sich unsere Welt nach dem Zweiten Weltkrieg ganz einfach mal als eine mittlere Kleinstadt vorstellen. Also eine mittlere Kleinstadt, in der es einen Großmarkt gibt, und auf diesen Großmarkt, da kommen die Bauern, da geben die ihre Waren ab an die Zwischenhändler, die kaufen diese Waren auf. Die bringen die dann zu den Einzelhändlern, und die Einzelhändler verkaufen diese Waren an die Einwohner der Stadt. Und in dieser Stadt gibt es neben den Bauern, den Einzelhändlern, den Zwischenhändlern und den ganzen Bürgern auch noch eine Bank. Gut, und diese Bank vergibt Kredite, und zwar auf Wunsch der Bürger oder der Bauern oder der Einzelhändler oder der Zwischenhändler. Und nach dem Krieg haben wir die Situation gehabt, dass alles wieder neu aufgebaut werden musste. Also die Bauern haben damals angefangen, Fleisch, Obst und Gemüse zu produzieren, haben das dann auf dem Großmarkt angeboten. Die Zwischenhändler haben es zu den Einzelhändlern gefahren, und die haben das ganze Zeug dann verkauft. Das Ganze ist dann so langsam nach und nach richtig ins Laufen gekommen. Die Geschäfte sind aufgrund des Konkurrenzkampfes unter den Einzelnen immer besser gelaufen. Dieser Konkurrenzkampf hat damals eine wirklich belebende Funktion gehabt. Und um die Nase vorn zu haben in diesem Konkurrenzkampf, haben sich alle bei der Bank Kredite geholt. Die Bauern haben neue Felder gekauft, die Zwischenhändler haben neue Autos gekauft und neue Fahrer eingestellt.
Die Einzelhändler haben neue Geschäfte eröffnet, haben neue Angestellte eingestellt und das Ganze ist so immer besser ins Laufen gekommen. Und der größte Verdiener der ganzen Angelegenheit, und das ist jetzt das Entscheidende, der größte Verdiener an diesem Boom, der dann als Wirtschaftswunder bekannt geworden ist, der größte Gewinner der ganzen Sache war die Bank. Die Bank hat an diese ganzen Teilnehmer da immer wieder Kredite vergeben und durch diese Kreditvergabe hat die Bank, ohne selber viel arbeiten zu müssen, immer die Zinsen eingestrichen und ist immer mächtiger geworden. Nun, irgendwann ist dieser Nachkriegsboom dann zu Ende gegangen. Das war so ungefähr Mitte der 70er Jahre. Und als dieser Bankboom zu Ende gegangen ist, die Grundlage dafür war ganz einfach, die Märkte waren weitgehend gesättigt. Also die Leute hatten alles das, was sie brauchten. Die Bauern konnten kein neues Land mehr kaufen, weil das Land inzwischen unter denen aufgeteilt war. Und die Zwischenhändler konnten nicht mehr in die Läden bringen, als die Läden verkaufen konnten. Also das Ganze ist langsam ins Stagnieren gekommen und hat dann irgendwann aufgehört zu wachsen. So. Der größte Verlierer dieser ganzen Sache war die Bank. Die Bank hat nämlich keine weiteren, die Kreditvergabe der Bank ist ganz langsam ins Stocken geraten und irgendwann fast geendet. So, und das hat den Banker dann auf die Idee gebracht, was kann ich jetzt tun? Was kann ich machen? Weil mein Geschäft läuft einfach nicht mehr so, wie es früher gelaufen ist. Und da ist dieser Banker auf eine ganz raffinierte Idee gekommen. Dieser Banker hat nämlich auf dem Großmarkt selbst einen Stand eröffnet und an diesem Stand hat er Wetten angeboten. Er hat angefangen damit, dass er gesagt hat, was wird an diesem Sonnabend mehr verkauft, Äpfel oder Birnen oder welche Kartoffelsorte verkauft sich am besten. Und er hat diese Wetten dann so über die Zeit hinweg immer weiter verfeinert und tatsächlich viele Leute sind zu ihm gekommen und haben diese Wetten abgeschlossen, weil die Leute ja wissen, mit einem kleinen Einsatz kann ich da einen großen Gewinn machen. Also das Grundprinzip der Lotterie. Nur, die Sache ist die, da die Bauern ja das Geschäft der Bauern stagniert ist, da das Geschäft der Zwischenhändler stagniert ist und der Einzelhändler stagniert ist, sind immer mehr von diesen Leuten auch an diesen Stand gegangen und haben auch mitgewettet und haben tatsächlich ab und zu mal gewonnen. Und der Banker war natürlich nicht dumm, der hat die Gewinner dann immer schön präsentiert und hat auf diese Weise den Leuten diese Wetten immer schmackhafter gemacht. Und tatsächlich, dieses Wettgeschäft ist dann richtig ins Rollen gekommen. Und dann ist etwas passiert, dann sind die Leute doch tatsächlich zur Bank gegangen und haben bei der Bank neue Kredite aufgenommen, aber nicht mehr um zu investieren in die Bauernhöfe, in die Einzelhandelsgeschäfte oder so, sondern um zu wetten. Und auf diese Weise ist die Bank dann immer reicher geworden. Die Bank hat also an den Wetten verdient und hat an der Kreditvergabe verdient. Und dann ist es dazu gekommen, dass einzelne von denen, die gewettet haben, tatsächlich zu Wettprofis geworden sind und das Wettgeschäft dann mehr oder weniger beherrscht haben. Und dann ist die Bank auf die kluge Idee gekommen, mit denen könnten wir ja eigentlich zusammenarbeiten. Und dann wurden diese Wetten nach und nach immer stärker manipuliert. Und was war das Ergebnis der ganzen Sache? Das Ergebnis der Sache war, die Bauernhöfe sind langsam verfallen, die Zwischenhändler sind langsam, Fuhrparks der Zwischenhändler sind verfallen, die Einzelhandelsgeschäfte sind verfallen und der Lebensstandard der Bürger in dieser Kleinstadt ist ganz langsam abgesunken. Und genau das ist die Situation, in der wir uns alle als Welt in den 90er Jahren befunden haben. Also wir haben ab Mitte der 70er Jahre haben wir diese Wettsucht erlebt, die in dem Finanzbereich zu diesem Riesencasino geführt hat. Und das hat dazu geführt, dass der Lebensstandard der Mehrheit der Menschen ganz langsam abgesunken ist. Also wer wissen will, was Derivate sind, der braucht bei dieser Analogie nur das Wort Wetten durch das Wort Derivate zu ersetzen, weil Derivate sind nichts anderes als Wetten. Und das ist im Finanzsystem heute der größte Bereich, also der Derivatebereich ist der mit Abstand größte Bereich im Finanzsystem und das ist der Bereich, der unser aller Leben heute beherrscht. Also wenn wir heute sehen, zum Beispiel die wichtigste Ware der Welt, das ist das Öl, der Preis des Öles wird heute nicht mehr über Angebot und Nachfrage bestimmt,
sondern der wird über die sogenannten Futures bestimmt. Futures sind nichts anderes als Wetten auf den zukünftigen Preis des Öls. Also soweit ist das Wettgeschehen gediehen. Und nur um mal zu zeigen, wie immens dieses Ausmaß ist, das kann man belegen durch zwei Zahlen. Also das deutsche Bruttoinlandsprodukt beträgt zurzeit ungefähr 4,3 Billionen Euro. Also das ist die Summe aller Waren und die Summe aller Dienstleistungen, die in einem Jahr erbracht werden von allen deutschen Beschäftigten. Das Irre an der ganzen Sache ist, dass das Derivatevolumen alleine der Deutschen Bank das Zehnfache davon beträgt. Also daran kann man sehen, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Und natürlich lässt sich ein solches Kartenhaus, was immer weiter aufgebläht wird, nicht auf Dauer erhalten. Und deswegen ist dieses Kartenhaus schon mehrmals so in große Schwierigkeiten gekommen. Also das erste Mal war Ende der 1990er Jahre. Das zweite Mal war in der großen Weltfinanzkrise. Das dritte Mal war 2020, merkwürdigerweise ganz am Anfang der großen Gesundheitskrise, die wir die letzten 3 Jahre erlebt haben. Und das hat dazu geführt, dass wir heute in einem völlig irrsinnigen Finanzsystem leben. Wir haben es mit der höchsten Geldmenge aller Zeiten zu tun. Wir haben es mit der höchsten Verschuldung aller Zeiten zu tun. Und wir haben es mit der höchsten Vermögenskonzentration in der geringsten Anzahl von Händen zu tun. Also um das auch nochmal zu illustrieren, der reichste Mensch der Welt ist ja heute nicht mehr Elon Musk. Der reichste Mensch der Welt ist heute Bernard Arnault, ein französischer Großunternehmer. Und der verfügt im Moment über ein Privatvermögen von circa 200 Milliarden Dollar. Das sind in etwa 80% des Bruttoinlandproduktes von Portugal. Das sind 10 Millionen Menschen, müssen da 10 Monate lang arbeiten, um so viel zu erwirtschaften, wie dieser Mann auf seinen Konten hat. Und das in einer Zeit, in der zwischen 700 Millionen und 1 Milliarde Menschen mit weniger als 2 Dollar am Tag auskommen müssen. Also das ist die Situation, die sich heute uns im Finanzsystem darstellt. Das große Problem ist dabei, dass diejenigen, die dieses System in Händen haben und die da an den Schalthebeln der Macht sind, natürlich wissen, dass ihre Zeit nicht unbegrenzt ist. Die wissen, dass dieses System ganz schwer gefährdet ist und deswegen arbeiten die im Moment im Hintergrund an einem neuen Geldsystem. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die jeder von uns wissen sollte. Wir lesen in der Mainstream-Medien so gut wie nichts darüber, wir hören fast nichts darüber, aber das ist in meinen Augen das wichtigste Projekt, was im Hintergrund angetrieben wird. Die Entwicklung dieses neuen Geldes. Und dieses neue Geld heißt digitales Zentralbankgeld. Und dieses neue Geld wird unser Geldsystem vollkommen revolutionieren und wird dafür sorgen, dass am Ende dieses Prozesses jeder von uns nur noch ein einziges Konto hat. Also im Moment haben wir zum großen Teil mehrere Konten, zum Teil bei verschiedenen Banken, zum Teil auch bei Sparkassen. Das alles soll beendet werden. Wir alle sollen nur noch ein einziges Konto haben und das soll bei der Zentralbank angesiedelt sein. Das wird uns zurzeit, wenn es überhaupt erwähnt wird, wird uns das verkauft als eine ganz große Vereinfachung und als ein Mittel, um uns alle finanziell abzusichern, weil die Zentralbank ja sich in den Händen des Staates befindet. Das ist eine riesige Lüge. Das hat mit der Wirklichkeit so gut wie überhaupt nichts zu tun. Das verschweigt uns nämlich, dass die Zentralbank als Organ des Staates heute schon lange nicht mehr den staatlichen Organen unterliegt, sondern inzwischen nichts anderes ist als ein Instrument, was von dem größten Vermögensverwalter der Welt gesteuert wird, nämlich von BlackRock. Also wir wissen, dass zum Beispiel die EZB seit der Finanzkrise von 2007, 2008 BlackRock mit an den Tisch genommen hat als ihr Berater und dass die EZB seitdem auch von dem Finanzdatenanalysesystem von BlackRock abhängig ist. Dass BlackRock seitdem mitentscheidet, welches Geld in welche Kanäle fließt. Also das wäre dann
ein Geld, was von einer privaten Einrichtung, nämlich dem größten Vermögensverwalter der Welt, abhängig ist. Aber das ist noch nicht alles. Dieses Geld hat ein paar Eigenschaften, die wir uns heute vom Geld jedenfalls nicht vorstellen können. Dieses Geld wäre in der Lage, jedem von uns individuelle Zinssätze und individuelle Steuersätze aufzuerlegen. Dieses Geld könnte jedem von uns Strafzahlungen auferlegen und dieses Geld könnte auch zweckgebunden ausgegeben werden. Das heißt, bestimmte Summen von diesem Geld könnten an die Möglichkeit gebunden werden, es zum Beispiel nur für Nahrungsmittel auszugeben oder nur für Möbel oder nur für Reisen. Also da sind alle Möglichkeiten offen. Das kann von oben, von hinten gesteuert werden. Das Geld kann nicht nur zweckgebunden, sondern auch ortsgebunden ausgegeben werden. Das heißt, das kann dann die Vorgabe sein, dieses Geld kann nur in dieser Stadt ausgegeben werden oder sogar nur in diesem Stadtviertel. Und da sollten bei uns alle Alarmglocken klingeln, weil ja in letzter Zeit ganz oft immer von diesen 15-Minuten-Städten gesprochen wird, in denen man ja nicht so weit gehen muss, um seine ganzen Erledigungen, seine ganzen Einkäufe und finanziellen Transaktionen zu erledigen. Aber das Allerschlimmste an diesem Geld ist, dieses Geld kann auch an ein Ablaufdatum gebunden sein. Also dieses Geld kann dann tatsächlich auch nach 30 Tagen verfallen. Und dieses Geld ist ja schon ausprobiert worden in einigen Ländern, also in China ist da am weitesten inzwischen vorangeschritten. In China hat man das schon ausprobiert, dass man Geld ausgegeben hat und gesagt hat, das gilt aber nur für 6 Tage. Und nach 6 Tagen ist dieser Account dann tatsächlich erloschen. Und das kann noch etwas sein, dieses Geld kann auch noch an ein Sozialkreditsystem gebunden sein. Und ich denke, das sollte bei jedem wirklich die Alarmglocken klingeln lassen, weil dieses Geld könnte dann zum Beispiel an unseren sogenannten CO2-Abdruck gebunden werden. Das heißt, das ist ja im Moment überall im Gespräch, dass wir von einer ganz grauenvollen Klimakrise bedroht sind und dass man deswegen in unser Privatleben eingreifen muss. Und da spricht man ja im Moment davon, dass man den ökologischen Fußabdruck oder den CO2-Fußabdruck des Einzelnen messen sollte und da eingreifen sollte und den Einzelnen dann zum Beispiel daran hindern sollte, zu oft zu reisen. Also das sind diese ganzen Möglichkeiten dieses neuen Geldes und die sind natürlich total erschreckend. Und das Positive an dieser ganzen Sache allerdings ist, dass es nicht so einfach ist, dieses neue Geld einzuführen. Also eingeführt worden ist es bisher in großem Stil nur in China, aufgrund der Tatsache, dass in China ja absolut diktatorische Zustände herrschen und man den Leuten da tatsächlich Dinge unterjubeln kann, wie man das in parlamentarischen Demokratien bis heute noch nicht kann. Ich meine, die parlamentarische Demokratie bei uns, die existiert auch nur noch als Scheindemokratie, aber immerhin sind die Leute diese Demokratie insoweit gewöhnt, dass sie sich noch nicht alles bieten lassen. Das mag sich vielleicht noch ändern, aber im Moment ist es noch so, dass die Leute sich nicht alles bieten lassen. Und das zeigt ein Großversuch mit dem neuen Geld. Man hat nämlich vor 15 Monaten versucht, dieses Geld im größten Industrieland Afrikas in Nigeria einzuführen. Und dieser Versuch ist krachend gescheitert. Also man hat es nicht geschafft, mehr als 0,5% der Leute dazu zu kriegen, dieses neue Geld zu akzeptieren. Und ich denke, das sollte uns alle wirklich ermutigen, weil offensichtlich haben die Leute da zu großen Teilen schnell begriffen, dass man sie mit diesem Geld in ein digitales Gefängnis führen will. Und deswegen muss ich sagen, das Wichtigste für uns alle ist, die Ohren zu spitzen und immer sofort hellhörig zu werden, wenn uns dieses neue digitale Geld als etwas Positives präsentiert wird. Ich denke, wenn da rechtzeitig die Mehrheit der Menschen versteht, was da auf sie zukommt, was da im Hintergrund in Wirklichkeit der Plan ist, dann gibt es auch eine große Chance, dass die Einführung dieses Geldes zumindest zuerst zu verhindern und möglicherweise später dafür zu sorgen, dass man auf ein anderes Geldsystem ausweicht. Gut, so viel. Also so viel zu diesem einen Prozess der Finanzialisierung. Also wie gesagt, es ist nicht so schwer, das alles zu verstehen. Und die Agenda, die da läuft, ist relativ durchsichtig. Die Agenda wird auch überall erwähnt. Also wir haben ja jetzt gerade in Davos das große
Treffen des World Economic Forum gehabt. Und da ist ja ganz offen auch über dieses neue digitale Geld gesprochen worden. Da sind natürlich nur diese ganzen positiven Gründe, die ich eben angeführt habe, genannt worden. Ist natürlich nichts Negatives genannt worden. Aber da ist auch beschlossen worden, diese Agenda ganz stark und ganz schnell voranzutreiben. Und eine ganz interessante Information noch im Hintergrund, also am weitesten vorangeschritten sind, ist China dabei. Die USA haben schon mehrere großflächige oder mittelmäßig großflächige Versuche laufen, einmal auf den Bahamas, einmal auf Jamaika, dann auf mehreren Inseln in der Karibik. Dann läuft ein Versuch in Bhutan, der offensichtlich auch mit den USA zu tun hat. Also man versucht da von der Peripherie angefangen, so die ganzen Mechanismen dieses neuen Geldes auszutesten. Besonders interessant ist, dass dieses neue Geld auch in Russland eingeführt wird und dass Russland dabei auch den Turbo eingelegt hat. Also in Russland läuft ein Großversuch, der sollte eigentlich bis 2024 gehen. Den hat man jetzt gestrafft, der geht jetzt nur bis zum März 2023, bis zum nächsten Monat. Und was dann passiert, weiß man noch nicht, aber es ist gut möglich, dass man dann von der Pilotphase in die sogenannte Launchphase einrät, dass man dann auch mit diesem Geld tatsächlich im Alltag aufwartet. Also für mich nochmal das Wichtigste, darauf aufpassen, wann immer dieses Geld erwähnt wird, mit anderen Leuten darüber sprechen und die anderen Menschen darauf aufmerksam machen, was hinter diesem Geld steht. Denn ich denke, das Wichtigste, was wir in dieser Phase im Moment tun können, wo wir einem solch unglaublich übermächtigen Gegner gegenüberstehen, ist aufklären. Wir müssen den Leuten zeigen und sagen, an jedem einzelnen Beispiel immer wieder klar machen, wie diese Agenda des digital-finanziellen Komplexes aus dem Hintergrund funktioniert. Nur auf die Art und Weise können wir neue Leute gewinnen. Und diejenigen, die wir dann überzeugt haben, müssen wir alle versuchen, immer wieder miteinander zu vernetzen. Und aus dem Grunde bin ich auch so froh, dass ich heute Abend hier bin, weil hier sehe ich schon so viele Leute, die zusammengekommen sind, die offensichtlich ihre Zweifel an der laufenden Agenda haben und die offensichtlich auch bereit sind, sich zu überwinden, zu so einer Veranstaltung zu gehen und sich untereinander miteinander zu vernetzen. Gut, der zweite Bereich ist die Digitalisierung, die wir erlebt haben. Die Digitalisierung, die in den letzten 50 Jahren ja erst eingesetzt hat, also erst ganz langsam eingesetzt hat mit der Einführung des Personal Computers. Die großen Digitalkonzerne Apple und Microsoft sind ja erst in den 70er Jahren gegründet worden. Andere sind erst in den 90ern dazugekommen. Also wir sind inzwischen schon gewöhnt, dass Amazon unser Leben weitgehend begleitet. Aber man darf nicht vergessen, Amazon ist erst 1994 gegründet worden. Und auch Google ist noch nicht älter als 30 Jahre alt. Also das ist erstaunlich, weil man manchmal das Gefühl hat, dass die schon immer existiert haben. Aber diese Digitalisierung ist relativ jung. Aber diese Digitalisierung hat zu einer völlig neuen Wirtschaftsform geführt. Weil die Digitalkonzerne, und das hat so mit den 90er Jahren, mit der Entwicklung des Internet angefangen, die Digitalkonzerne haben ein Geschäftsmodell, was sie viel stärker macht als alle anderen Konzerne auf der Welt. Also kein Energiekonzern kann jemals so stark sein, wie die Digitalkonzerne heute sind, weil die Digitalkonzerne sofort wie eine Krake sich ausgebreitet haben und sich wie ein Krebstumor in die ganze Wirtschaft eingearbeitet haben und Daten gesammelt haben. Also es gab noch keinen Industriezweig auf der Welt, der über seine Konkurrenten, über den Rest der Wirtschaft so viel wusste wie die IT-Industrie. Und das ist ja deren Geschäftsmodell. Die organisieren ja die Digitalströme anderer Unternehmen. Was die dabei sammeln, sind natürlich die Daten der anderen Unternehmen und die geben sie nicht nur den Unternehmen selber, die nehmen sie für sich. Und diese Daten sind nichts anderes als das neue Gold. Und diese Daten haben unsere Wirtschaftswelt total verändert. Also man muss sagen, bis ungefähr, sagen wir, in die 80er Jahre galt immer noch der Satz, Geld regiert die Welt. Aber man muss sagen, spätestens seit Mitte der 90er Jahre gilt dieser Satz nicht mehr. Seitdem gilt der Satz, Geld und Daten regieren die Welt. Also wer heute Daten besitzt, der besitzt mindestens so viel wie jemand anders, der viel Geld besitzt. Inzwischen ist es sogar so,
wer die Daten besitzt und wer im Bereich der Digitalisierung ganz vorne ist, ist eigentlich, hat sogar die Pole Position, ist also besser als der dran, der sehr viel Geld hat. Und ich denke, das ist auch einer der Hintergründe, weswegen zum Beispiel jemand wie Elon Musk im Moment sehr locker hinnimmt, dass er jetzt im Guinness-Buch der Rekorde als größter Verlierer, finanzieller Verlierer aller Zeiten geführt wird. Der Mann hat tatsächlich im Moment, was sein Privatvermögen angeht, etwa 180 Milliarden weniger als vor anderthalb Jahren. Aber ich denke, das wird den nicht groß stören, weil der im Bereich der Daten einer von denen ist, die die meisten Daten in ihren Händen halten und die im Bereich der Digitalisierung die Nase ganz, ganz weit vorne haben. Aber die Digitalisierung führt auch noch weiter. Die hat uns also nicht nur dieses neue Geschäftsmodell beschert, was übrigens auch dazu geführt hat, dass viele alte Wirtschaftstheorien und Finanztheorien nicht mehr so richtig funktionieren. Also es gibt ja da alle möglichen Schulen. Es gibt ja, was weiß ich, die österreichische Schule, dann gibt es die Keynesianer, dann gibt es die Marxisten, die alle versucht haben, die Welt also aus der Sicht der Wirtschaft zu deuten und die Wirtschaft so als die Grundlage für alles genommen haben, was in der Welt passiert. Ich denke, diese Ideologien, das sind Ideologien von gestern, die heute nicht mehr richtig funktionieren. Wenn man die Welt heute erklären möchte, dann muss man auf beide Bereiche gleichmäßig achten. Da muss man auf das Geld achten, also die wirtschaftlichen Aspekte des Geldes, und aber auch auf die wirtschaftlichen Aspekte der Daten. Das ist die neue Situation, in der wir uns befinden. Nur leider muss man sagen, dass im Bereich der Daten noch eine ganz andere Entwicklung eingesetzt hat, die unser Leben auch in der Zukunft ganz, ganz stark bestimmen wird. Und zwar, das ist der Einsatz der künstlichen Intelligenz. Und das ist nun ein wirklich furchterregendes Thema, weil in diesem Bereich Fortschritte erreicht wurden in den letzten Jahren, die man sich so, also vor 10, 15 Jahren, nicht hätte vorstellen können. Also im Bereich der künstlichen Intelligenz hat es so mehrere Entwicklungsphasen gegeben. Die erste Entwicklungsphase, das war das sogenannte Internet of Things, also das Internet der Dinge. Das wirkte noch relativ harmlos. Das war also dann, hat man dann benutzt, wenn man zum Beispiel mit dem Handy aus dem Urlaub kommen, zu Hause seine Heizung schon mal reguliert hat oder wenn man einzelne Elektrogeräte miteinander kombiniert hat. Das heißt, wenn zu Hause das Licht anging, dann gingen auch die Rollos runter, dann wurde auch die Beleuchtung im Garten eingestellt. Das war so der erste Anfang des Internets der Dinge. Dann aber ist das Ganze ja weitergegangen mit dem Internet of Bodies, also dem Internet der Körper. Das hat dann eingesetzt mit den sogenannten Wearables, also den Dingern, die man am Körper tragen konnte, vor allem den Uhren, die den Menschen ja dann verkauft wurden als Hilfsmittel beim Fitnesstraining vor allem. Da wurde dann der Herzschlag plötzlich gemessen und da wurden alle möglichen Schrittlängen gemessen und so weiter. Aber da gab es noch eine ganz andere Entwicklung und diese Entwicklung muss einem wirklich Angst machen. Da gab es zum Beispiel die Smart Pills, die entworfen wurden. Also Smart Pills, also angeblich kluge Pillen. Das sind Pillen, die kann man schlucken, die sich im Magen dann auflösen und dann zum Beispiel die Magensäure messen. Aber die nicht nur die Magensäure messen, sondern die diese Werte dann über das WLAN an den betreffenden Arzt weitergeben. Also das sind alles technische Dinge, die heute völlig gang und gäbe sind, die möglich sind, die noch nicht überall angewandt werden, aber die nicht nur in der Entwicklungsphase sind, sondern bereits fertig entwickelt sind. Und da muss man nicht viel Fantasie haben, um sich zu überlegen, dass das natürlich auch auf eine ganz schreckliche Art und Weise gegen den einzelnen Menschen verwandt werden kann. Aber das Ganze, diese Entwicklung ist inzwischen noch weiter gegangen, weil wir sind jetzt angekommen in der Phase des Internet of Behavior, also des Internet der Verhaltensweisen. Und in diesem Internet of Behavior geht es zum Beispiel in der Anfangsphase noch über die Gesichtserkennung. Inzwischen geht es aber weiter in die Gemütserkennung. Also es gibt inzwischen eine künstliche Intelligenz, die feststellen kann, ist jemand guter Laune, ist er schlechter Laune, ist er irgendwie positiv gestimmt, ist er melancholisch gestimmt. All das wird heute über diese Gesichtserfassung von gestern auch miterfasst. Und da arbeitet man ganz stark dran. Das ist einerseits natürlich interessant für die Wirtschaft, weil es ist für die Wirtschaft interessant, wenn sie dann weiß, dass dieser Kunde positiv gestimmt in den Laden kommt und man dem dann also wirklich ganz viele Waren unterjubeln kann.
Aber das ist natürlich auch etwas, was auf ganz furchtbare Weise auch wieder missbraucht werden kann. Und da arbeitet man zurzeit an mehreren Projekten. Und eines der schlimmsten Projekte, finde ich, ist die Gesichtserkennung beim Personalcomputer. Das heißt, dass wir in Zukunft nur noch ins Internet gelassen werden, wenn wir von unserem eigenen Computer per Gesichtserkennung erkannt werden. Und auf diese Weise will man versuchen, Hate Speech zu verhindern. Also der offizielle Grund dafür ist, dass heute zu viele Leute zu viele unangenehme Dinge im Internet verbreiten und dass man deswegen immer klar sein Gesicht zu erkennen geben muss, damit jeder immer genau weiß, von wem welcher Kommentar stammt. Das bedeutet aber nichts anderes, dass man auch denjenigen, der unliebsam ist, ausschließen kann aus dem Internet. Und das ist eine Entwicklung, deren Anfänge wir jetzt auch tatsächlich in der Wirklichkeit schon gesehen haben. Diese Anfänge haben wir nämlich jetzt in China gesehen. Und zwar war das die Folge der QR-Codes, die da eingeführt wurden. In China wurden ja im Rahmen der Gesundheitskrise für Geimpfte, genau wie bei uns, QR-Codes ausgegeben. Nun ist in China Folgendes passiert, da ist vor anderthalb Jahren der größte Immobilienentwickler zusammengebrochen und das hat dazu geführt, dass eine ganze Reihe von Banken zusammengebrochen sind und dass die Kunden dieser Banken dann feststellen mussten, ihre Konten sind leer. Und diese Kunden haben sich dann zusammengetan und wollten dann zu Demonstrationszwecken vor die Banken ziehen und haben aber dazu ihren QR-Code gebraucht. Nur alle Kunden dieser Banken haben am Morgen vor der Demonstration plötzlich gemerkt, der QR-Code war auf Rot gestellt. Die konnten also nicht zu dieser Demonstration hingehen. Und daran sieht man, wie diese ganze neue Technik missbraucht werden kann. Also da muss ich sagen, da haben wir uns in den letzten 3 Jahren auch auf etwas ganz Schreckliches eingelassen, weil wir waren ja alle mehr oder weniger gezwungen, diese QR-Codes zu akzeptieren. Also auch wer sich jetzt zum Beispiel nicht hat impfen lassen, wer dann zum Beispiel wie ich ins Schwimmbad gehen wollte, der musste sich ja dann zumindest testen lassen. Und auch um diesen Test nachzuweisen, brauchte man ja einen QR-Code. Aber mit dieser Akzeptanz des QR-Codes haben wir eine rote Schwelle überschritten und praktisch den Mächtigen die Möglichkeit für die Zukunft gegeben, uns auszuschließen und weiter zu drangsalieren, uns zu manipulieren und uns noch besser zu kontrollieren. Also so viel zur Digitalisierung, die uns auch in diese gegenwärtige Situation geführt hat. Und der dritte entscheidende Prozess ist eben dieses Zusammengehen dieser beiden Mächte, einerseits im Finanzbereich und andererseits im Digitalbereich. Also wir haben es im Moment auf der Welt mit dem größten und mächtigsten Kartell aller Zeiten zu tun. Aber dieses Kartell ist nicht so dumm, diese Macht selbst auszuüben. Dieses Kartell hat auf relativ raffinierte Art und Weise sehr viel von seiner eigenen Macht ausgegliedert und im Hintergrund gearbeitet und andere Mächte ausgebildet oder um sich herum versammelt, die diese Macht mit ausüben. Und eine der wichtigsten Mächte dabei im Hintergrund ist nichts anderes als das World Economic Forum. Das ist vor ungefähr 50 Jahren in der Schweiz als Stiftung gegründet worden. Und dieses World Economic Forum bildet seit den 90er Jahren die politische und die wirtschaftliche Elite der Welt aus. Also seit den 90er Jahren wurden da Klassen eingerichtet für zuerst die Global Leaders for Tomorrow, später für die Young Global Leaders. Und zu diesen Global Leaders gehören unter anderem unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Da gehört zu heute unsere Außenministerin Frau Baerbock dazu. Da gehört aber auch unser ehemaliger Gesundheitsminister Herr Spahn dazu. Da gehören aber auch Leute wie Tony Blair mit dazu. Nicolas Sarkozy stammt aus dieser Schule. Der jetzige Premierminister in Großbritannien, Rishi Sunak, stammt daraus. Der französische Präsident Macron stammt daher, Herr Trudeau in Kanada stammt daher, die ehemalige Premierministerin aus Neuseeland stammt daher. Also man kann sich umsehen, wo man will, in allen großen Kabinetten der Welt sind diese Leute vertreten, die vom World Economic Forum ausgebildet wurden. Und das gilt nicht nur für die Politik, das gilt auch für die Wirtschaft und vor allem auch für die Finanzwirtschaft und die Digitalwirtschaft. Also Leute wie Bill Gates sind auch da ausgebildet worden, Richard Branson ist da gewesen, Jeff Bezos von Amazon ist da gewesen
Also die gesamte Elite der Welt hat sich da schon getroffen und untereinander vernetzt. Und die sind meiner Meinung nach genau die Kraft, die uns im Moment in die Zukunft führt. Und die glauben, dass sie also alles über uns entscheiden dürfen und können und auch wollen. Aber das große Problem dieser Leute ist, dass deren Macht im Moment in großer Gefahr ist. Und darin sehe ich eigentlich, um endlich auf das Wort Chance zu kommen, darin sehe ich eigentlich die größte Chance für die Zukunft. Weil das System, unter dem die an die Macht gekommen sind, dieses System funktioniert im Moment nicht mehr richtig. Wenn wir uns mal vorstellen, die letzten 3 Jahre, was ist uns da alles an Einschränkungen auferlegt worden? Was sind uns da für Verbote erteilt worden? Da ist unsere Reisefreiheit eingeschränkt worden, unsere Versammlungsfreiheit, die Redefreiheit. Wir sind zensiert worden, wir sind drangsaliert worden, wir sind manipuliert worden. Und das tun doch nur Kräfte, die selbst in Problemen sind. Also eine Regierung oder eine Elite, die sich zurücklehnen kann, die im Einklang mit der Bevölkerung handelt, die hat so etwas nicht nötig. Die kann die Zügel ganz locker lassen, die kann ganz entspannt zugucken, wenn die Leute auch mal eine Versammlung abhalten, auf der sie kritisiert werden. Aber wir sehen ja im Moment, dass diese Schlinge immer enger um unseren Hals gezogen wird. Also die Möglichkeiten, sich auszudrücken, sich frei auszudrücken, das haben wir in dieser Versammlung gesehen, werden immer geringer. Aber das zeigt nicht die Stärke des Gegners, sondern das zeigt die Schwäche des Gegners, dass dieser Gegner nämlich eine Riesenangst hat. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft, die wir heute Abend überall hintragen sollten, jeder Einzelne von uns, dass wir rausgehen und den Leuten sagen, dass das Allerwichtigste ist, dass die, von denen wir glauben, dass ihre Macht unantastbar ist, dass die nicht unantastbar ist. Wir stehen vor ganz großen Umwälzungen. Es wird keine ruhige Zeit geben. Also die Monate vor uns werden sehr, sehr unruhig sein. Aber das Wichtigste ist erstens zu erkennen, was da im Grunde passiert. Dann kann man sich auch im Einzelnen, also als Einzelner ein bisschen schützen vor dem, was kommt. Und es ist wichtig, ganz viele neue Leute dazu zu gewinnen. Denn wer einmal dieses Spiel durchschaut hat, der ist für die Gegenseite verloren. Vielen Dank.